haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja, guten Tag. Wir haben gewonnen. Wunderbar. Hallo. Wir haben gewonnen. High five. Ja, natürlich. Hier, wunderbar. Ja, hallo Sie da oben. Wie geht's Ihnen? Ja, hi. Hallo? Immer mit der Ruhe, Jungs. Das ist ein österreichischer Marsch, okay? Ja, das ist alles gut. Prinz Eugen. Gönn einen Brocken, das Magund hinüberrocken. Du bist schon Säge, Nico, ne? Du bist schon Säge. Ich gehe einfach wieder. Wir schlagen einen Brocken, das Magund hinüberrocken. Alles klar. Jungs, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, wir haben gewonnen. Verdammt nochmal, wir haben gewonnen. Gegen den Dislike-Spam-Bot. Und wisst ihr, wie wir es geschafft haben? Erinnert ihr euch an meine Taktik? Ja? Ganz viel nix tun, denn dann gibt's plötzlich ganz viele Erfolge. Es hat wieder funktioniert. Bros, ich lass mir das patentieren, jetzt sofort. Und zwar hatte ich gesagt, es gibt ein paar Videos, unter anderem Kerbal Space Program und unter anderem ein Horrormontag, den gab's sogar, ja. Und deswegen, weil wir gewonnen haben, zur Feier des Tages, gibt es am Samstag hundertprozentig Kerbal Space Program und am Montag der Horrormontag. Jungs, da könnt ihr euch was aussuchen zwischen zwei Spielen. Und zusätzlich könnt ihr noch euer Lieblingshorrorspiel in die Kommentare schreiben. Und vielleicht spielen wir das auch, denn das war ja die Ursprungsidee vom Horrormontag. Und zur Auswahl stehen erstmal Five Nights at Freddy's Sister's Location oder 24 Hours. Das hat der General Erdnuss mir geschenkt, zum Sieg natürlich, ja. Der General hat mir zum Sieg verholfen, deswegen der Prinz Eugen Marsch. Er heißt in Wirklichkeit Eugen, deswegen Prinz Eugen. Er heißt nicht Eugen, aber 24 Hours. Ich glaube, das Spiel hat 19 Cent gekostet, ja. Und das hat er mir auf Steam geschenkt. Und es ist ein Horrorspiel. Also, wir beide sind der Meinung, es kann nur ziemlich gut werden. Es kann nur hochqualitativ werden. Und Jungs, ich sag euch was. Als der Horrormontag angefangen hat, haben wir ein Kackspiel nach dem anderen gespielt. Und es war so geil, ja. Ich habe es so gefeiert. Ich kenne die ganzen Namen von den Spielen nicht mehr. Aber schaut in die Playlist vom Horrormontag. Die ersten Spiele, die waren qualitativ hochwertig. Qualität pur. Was ist denn los? Und eventuell haben wir den nächsten Kandidaten dafür gefunden. Und wenn ihr noch mehr Kandidaten habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch das freut, lasst eine positive Bewertung da. Wenn euch das am Arsch vorbeigeht, lasst eine negative Bewertung da. Und wenn ihr vor dem Bildschirm sitzt und sagt, das war ein Militärmarsch, so ein Nazi, dann hau auf den Dislike-Button. Und wenn du fucking Drachenlord guckst, hau auf den Dislike-Button. Und wenn du Frikadellen isst, dann habe ich keine Ahnung. Dann ist keine Hoffnung mehr da. Also Jungs, ja? 24 Hours, das Horrorspiel, noch nie gehört. Oder Five Nights at Freddy's Sister's Location. Ich weiß, wo mein Tipp ist. Ich werde ihn nicht verraten. Und zusätzlich, wie gesagt, schreibt das Horrorspiel, was ihr vermisst oder wo ihr gerne wollt, dass ich es spiele, unten in die Kommentare. Und Jungs, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal mit ganz viel Content. Hier habe ich sogar eine Liste, die ich nicht zeigen werde, denn sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Wir sehen uns. Haut rein. Bewertet. Kommentiert. Macht euch nicht in die Hosen, ja? Denn wenn ich jetzt sage, macht euch in die Hosen, macht sich vielleicht wer in die Hosen. Keine Ahnung, was hier abgeht. Boys and Girls, bauen Brücken, das Prinz Eugen konnte ihn überrucken. Ihr habt keine Ahnung. Geh einfach. Guten Tag. Ja. Guten Tag.